Wunderbar. Gut, dann danke erstmal für die einleitenden Worte. Und ich fange direkt an. Also, wie angesprochen, arbeite ich bei der Siemens AG jetzt seit 1,5 Jahren und komme eigentlich aus dem Bereich der Robotik. Der vorherige Vortrag hat da ganz gut reingepasst. Also mit selbstwahrnehmenden Robotersystemen habe ich mich da 6 Jahre lang beschäftigt und bin dann bei Siemens reingerutscht, wo ich natürlich ganz anderen Themen alltäglich gegenüberstehe. Ich habe das hier, denke ich mal, ganz gut aufgeführt, wie breit wir da aufgestellt sind. Die Siemens ist ja in eigentlich jedem Bereich unterwegs und Industrie 4.0 dementsprechend auch ein sehr wichtiges Thema. Und aus jedem dieser Bereiche könnte ich jetzt so verschiedene Use Cases natürlich präsentieren. Ich habe heute mal ein paar mitgebracht, die so ein bisschen auch nochmal zeigen, dass Produktion nicht nur Produkte am Ende des Tages sind, sondern dass Produktion bereits beispielsweise bei der Planung und Vorhersage von Rohstoffpreisen anfängt, über die Logistik quasi die Rohstoffe voranzubringen, über die Maschinen und Menschen, die verarbeiten vor Ort, bis hin zum Verkauf bei einer gewissen Qualitätssicherung natürlich, ist da alles mit drinne. Und der erste Use Case, den ich da vorstellen möchte, kommt in dem Fall von der Aurubis AG. Das ist quasi ein großer Recycler und Produzent von Kupfer. Und ihr Pain Point, also ihr Hauptproblem, ist tatsächlich, dass die sehr, sehr viel Kohle pro Jahr verbrauchen, also 300.000 Tonnen. Und was die bisher gemacht haben, ist, die haben Experten sitzen gehabt, die natürlich viel Expertenwissen auch haben über die Kohlepreisentwicklung im nächsten Monat. Und wie das immer so ist, Menschen gehen irgendwann in Rente und das Expertenwissen geht verloren und neue Mitarbeiter werden angelernt in viel zu kurzer Zeit. Und man hat dann plötzlich das Problem, dass man die Vorhersage nicht mehr so gut hinbekommt als Mensch, weswegen wir dann mit der Aurubis uns überlegt haben, so eine KI zu trainieren, die natürlich nicht das Problem hat, dass sie irgendwann in den Ruhestand gehen möchte. Und eigentlich relativ simpel, der Zugriff auf Daten, die für jeden verfügbar sind, Aktienpreise, vor allem natürlich von Kohleproduzenten und Kohleverbrauchern besonders, aber auch teilweise Währungen aus Ländern, wo viel Kohle produziert bzw. verbraucht wird, spielen da rein, werden in dem Beispiel in der Cloud verarbeitet und dann genutzt, um zu einem Stichtag eine Vorhersage des Kohlepreises zu machen. Und je nachdem, ob der Kohlepreis sinkt oder steigt, muss dann eine Entscheidung noch von Menschen getroffen werden, natürlich, wie viel Kohle wird gekauft, wird das Lager bis zum Rand gefüllt oder sollten wir noch 2 Wochen warten, bevor wir die Kohle kaufen, weil der Preis noch sinken wird. Und das Produkt, also diese KI-Vorhersage läuft aktuell und spart dem Kunden jetzt pro Tonne Kohle bereits 1,6 Dollar ein. Ich hatte gesagt, 300.000 Tonnen Kohle im Jahr, Stand 2019 war das, jetzt ist es noch ein bisschen mehr geworden. Kann man sich überlegen, wie viel Mehrwert so ein eigentlich recht simples Produkt trotzdem gewährleisten kann. Ähnliche Herangehensweise, nur mit Daten, die nicht für jeden verfügbar sind, haben wir bei einem anderen Projekt, in dem Fall haben wir das realisiert für die Schweiz und für Serbien, die Vorhersage des Energieübertragungsverlustes fürs gesamte Land. Das heißt, man weiß ungefähr, wie viel Energie verbraucht wird in der nächsten Woche. Auch das ist natürlich eine Vorhersage, die man hat. Man weiß dementsprechend auch ungefähr, wie viel man produzieren wird in der nächsten Woche. Auch das ist wiederum eine Vorhersage. Und anhand dieser Vorhersagen kann man dann wiederum vorhersagen, okay, bei einer Vorhersage des Wetterberichts noch mit dazu, wie viel Energie wird bei der Übertragung der benötigten Energie tatsächlich verloren gehen, also über den Transportweg sozusagen. Und auch hier ähnliches Problem wie bei der Aurubis AG, ist das Expertenwissen nach über 40 Jahren sogar weggebrochen über Nacht. Und die gestanden da und denn ihre Vorhersagequalität war so schlecht, dass es teilweise zu erheblichen Stromausfall im Netz kam, was halt dann auch hier wieder uns auf den Schirm gerufen hat, weil wir ein ähnliches Produkt für die Schweiz bereits entwickelt hatten. Und natürlich, ich hatte es jetzt schon angesprochen, eine Wettervorhersage, die Temperatur ist natürlich extrem entscheidend dafür, wie viel Verlust über die Leitung bei der Übertragung in der folgenden Woche einfach zustande kommt. Wenn man nur die Temperatur für die nächste Woche perfekt vorhersagen könnte, das ist natürlich auch wieder so ein Problem, dann wüsste man, jetzt könnte man bereits nur mit der Temperatur ein Modell lernen, was auch 86% genau
den Energieübertragungsverlust einbezieht. Das ist eigentlich eine Abhängigkeit, die würde jetzt auch ein Laie, denke ich mal, ziemlich schnell drauf kommen, dass man die Temperatur mit einbeziehen sollte, beziehungsweise die Temperaturvorhersage. Was aber hier ganz interessant ist, wir gehen natürlich nicht nur mit solchen Wissen ins Gericht mit der KI, sondern wir suchen auch nach Korrelation, welche Sensordaten gibt es denn noch, die für uns interessant sein könnten. Im Übrigen, was bei solchen Aufgabenstellungen immer ein Problem ist, die Datenqualität. Ich habe es hier mal eingezeichnet. Wir haben 4-0-Werte im Jahr. Das liegt in 2-0-Werte pro Jahr, also hier insgesamt viermal aufgetreten. Ach nein, Entschuldigung, 16 bis 19, also einmal pro Jahr. Liegt einfach daran, dass wir hier an der Stelle quasi im März die Ohren stellen und die Kollegen ihre Datenbank für diese eine Stunde, die sozusagen die Ohren vorgedreht werden, natürlich keine Messung in der Datenbank abgespeichert liegt, aber von denen trotzdem eine Null reingeschrieben wird. Auf solche Kleinigkeiten muss man natürlich auch Acht geben. Was aber vor allem interessant war, ist, wir haben bei unserer Korrelationsanalyse, das machen wir mit Informationstheorie nach Shannon, ein was gefunden, was uns überrascht hat, und zwar der Staudamm Eisernes Tor. Der scheint zu wissen, wie viel Energieverlust in der nächsten Woche auf das gesamte Land zukommt. Denn dieser Staudamm produziert immer aus irgendeinem Grund genau so viel Energie, wie man dann in der nächsten Woche plötzlich braucht. Da ist auch noch ein Pumpspeicherwerk mit angeschlossen, und in der Kombination hat man quasi die Möglichkeit, hohe Energieübertragungsverluste auszugleichen, indem man dann quasi das Pumpspeicherwerk anwirft und dort die Energie quasi abzweigt, die man der Woche zuvor zu viel produziert hat. Und das ist eine eindeutige Scheinabhängigkeit, die wir nur in Absprache mit dem Kunden wieder herausfiltern konnten, weil tatsächlich der Mitarbeiter, der 40 Jahre angestellt war, direkt in diesem Werk gearbeitet hat, die Planung auch für dieses Werk gemacht hat und dementsprechend auch das Know-how an der Stelle weggebrochen ist. Also wenn wir jetzt mit dieser Scheinabhängigkeit in diesen 4 Jahren rechnen würden, würde das aktuell nicht mehr funktionieren, das Modell, weil natürlich dieses Know-how auch bei der aktuellen Produktion dieses Staudamms wegbricht. Auch hier alles natürlich cloud-basiert. Die Daten müssen über das ganze Land zusammengefügt werden. Da macht es wenig Sinn, mit einem IPC oder mit einem IPC-System zu arbeiten. Also so viel zum Thema Planung. Ein weiterer großer Punkt, den ich mit einem Use Case jetzt mal mitgebracht habe, ist Predictive Maintenance. Ich denke, das ist allen soweit ein Begriff. Hier mal aus unserem Elektronikwerk in Amberg ein Beispiel. Dort werden den ganzen Tag lang Platinen gefräst, und ein Hauptproblem für die Kollegen vor Ort ist, dass die Fräsmaschinen regelmäßig kaputt gehen. An sich ist das nicht schlimm, die werden ausgetauscht und dann kann die Produktion weitergehen. Das Problem ist, dass der Austausch bis zu 3 Stunden dauern kann, bis man die neue Fräse verbaut hat. Und wenn 4 bis 5 dieser Fräsmaschinen parallel kaputt gehen, dann ist das natürlich ein Problem, weil dann steht die Produktion still und dann braucht man eine Weile, bis das Team sich da quasi durchgearbeitet hat. Man könnte auch wieder sagen, okay, dann braucht man halt mehrere Teams, aber das ist natürlich mit den Personalkosten dann wieder ein Riesenproblem. Was man stattdessen macht, und das ging in dem Fall recht einfach, wenn man die Spindelgeschwindigkeit und den aktuellen Stromverbrauch der Spindel kennt, kann man eine 48-Stunden-Vorhersage machen, wann diese Spindel ausfallen wird, und kann dementsprechend planen, wann man welche Spindel austauschen sollte, dass maximal immer eine Spindel gerade repariert wird und nicht mehrere Spindeln parallel ausfallen. Und auch wenn das jetzt recht trivial mit 2 Parametern an der Stelle ging oder geht und läuft, muss man sich das jetzt von mehreren Dutzend, inzwischen fast 100 dieser Fräsmaschinen vorstellen. Und der Mehrwert liegt für die Kollegen dort bei 200.000 Euro pro Jahr, einfach nur weil die Stillstandzeiten deutlich reduziert sind und damit der Durchsatz der gesamten Produktion dort erhöht ist. Größte Punkt oder die Themen, die uns am meisten zurzeit beschäftigen, das ist tatsächlich auch mein letzter Punkt. Das ist die Prozessüberwachung. Da geht es vor allem um die Qualität der Produkte. Besonders in der Genuss- und Lebensmittelindustrie sind wir da unterwegs. Also was Gemüse und Fleisch angeht, sind wir eigentlich bei jedem größeren Hersteller irgendwie vertreten. Also die Qualität von Kartoffeln, Rüben, Möhren und hunderten verschiedener Sorten Fleisch durfte ich bereits durchführen. Dazu gehört auch die Annotation dieser Daten. Meistens wird das vom Kunden zwar manuell durchgeführt, aber inzwischen haben wir eine eigene Software, die auch den Kunden, ähnlich wie wir das heute bereits gehört haben, bei diesem Annotationsprozess unterstützt und auch Empfehlungen macht, welches Bild als nächstes von den zigtausenden Bildern, die da generiert werden,
als nächstes gelabelt werden sollte, damit man am Ende von vielleicht 500.000 Bildern nur 1.000 labeln muss und eine KI lernen kann, die trotzdem 100% aussagekräftig ist für die Qualität des Produkts. Um mal zu zeigen, wie abwechslungsreich sowas sein kann, beispielsweise hier direkt auf dem Feld fotografiert, muss man jetzt klassifizieren, okay, was ist davon eine Möhre für den Handel, Güteklasse A, was ist Güteklasse B, was ist Futter- und Tiernahrung und was sollte zur Bundeswehr gehen. Hier oben sehen wir mal so ganz klassisch die erste Möhre, die geht als gut durch, die hier unten drunter, die kleine, na gut, das könnte gerade noch so für Futter und Lebensmittel reichen oder halt zur Bundeswehr gehen. Das ist eindeutig eine sehr gute Möhre. Dann kommt mal eine Rübe, die gehört überhaupt nicht mit da rein. Und dann unten hat man nochmal eine schöne Möhre. Und dementsprechend auf solchen Bilddaten muss man Entscheidungen treffen. Oder wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, wir haben ja mal ein Beispiel direkt von so einer Anlage, wo es dann wirklich Richtung Fließbandarbeit geht, wo Menschen dicht an dicht stehen und den ganzen Tag auf also teilweise sehr schnellen Bändern also quasi Schadstoffe rauspicken müssen. In dem Beispiel sieht man hier also die Möhren nach dem Verarbeitungsschritt und es kommt durch technische Abhängigkeiten dazu, dass ab und zu auch mal sehr poröse Steine mit da reinfallen. Diese porösen Steine haben das Problem, dass sie den orangenen Farbstoff der Möhren aufsaugen und dann schwer zu unterscheiden sind. Der Abstand zwischen den Menschen kann Corona-bedingt auch nicht mehr eingehalten werden. Und um die Anlage nicht langsamer machen zu müssen, setzen wir hier quasi auf so eine eigene Baugruppe. Das ist wie eine Art SPS-Baugruppe, die NPU. Und die kann quasi Entscheidungen 1.000 Mal pro Sekunde treffen. Ist das eine Möhre, ist das ein Stein? Und dann kann mechanisch reagiert werden und der Stein raussortiert werden. Ich habe ja auch nochmal ein Video mitgebracht, wo man das so im Beispiel von einem Roboterarm sieht. Da ist so eine Kamera oben drauf installiert, die erfasst das 3D-Objekt. Mithilfe von einem neuronalen Netz wird anhand des Bildes erstmal von Menschenhand entschieden, was wäre eine sichere Griffposition dieses Objekts, also wo sollte der Roboterarm greifen. Und nachdem eine gewisse Menge an Trainingsdaten sozusagen auch hier wieder von Menschen annotiert wurden, kann der Roboter dann zur Laufzeit eigenständig quasi entscheiden, wo ein stabiler Griff des Objekts möglich ist. Das Ganze, diese NPU-Baugruppe, das setzen wir jetzt nicht nur für Bildverarbeitung ein, auch in teilweise in Forschungsprojekten. Beispielsweise haben wir gerade aktuell ein Projekt, wo es darum geht, Windräder automatisch zu steuern, sodass die quasi aus dem Luftstrom die maximale Energie herausholen, also die maximalen Energie gewinnen können und dazu auch eine Vorhersage treffen. Also wie wird sich das Wetter entwickeln und wie muss ich mich in dem Wind ausrichten und konfigurieren, damit ich in den nächsten 5 Minuten das Maximum an Energie produzieren kann. Einfach nur, dass man die bestehenden Windräder noch effizienter gestaltet und nicht, wie es teilweise zurzeit ist, einmal am Tag, teilweise auch manuell die Gerätschaften zu konfigurieren. Und als letztes Beispiel, weil das gerade in aller Munde ist, habe ich noch einen Use Case mitgebracht, der Produktion von Sinupret, den wir gemeinsam mit Bionorica machen. Ich beschleunige mal ein bisschen hier an der Stelle einfach nur, um das noch zu schaffen. Wir haben nicht nur einerseits die Vorhersage der Produktqualität anhand von 40 Einflussfaktoren, sondern auch, welcher dieser 40 Einflussfaktoren ist denn der wichtigste für die Produktqualität. Und diese Analyse quasi, wenn wir sagen können, okay, diese Top 10, das sind die 10 wichtigsten Einflussfaktoren, dann weiß Bionorica auch in Zukunft, auf was sie beim Einkauf ihrer Rohstoffe achten müssen. Was ist quasi ein entscheidender Faktor? Und wenn dieser Faktor zu niedrig ist, dann muss diese Charge wieder an den Hersteller des Rohstoffes einfach zurückgeschickt werden, weil die Qualität nicht ausreichend ist. Also dieser Mehrwert ist nicht nur für die Vorhersage der Produktqualität gegeben, sondern auch für den Einkauf erschließt sich dann wieder so ein Mehrwert. Und am Ende, wenn man das dann in der Produktion betrachtet, hat der Maschinenführer dort ein Interface, wo er seine 9 wichtigsten Einflussfaktoren in dem Beispiel sieht. Er sieht die Vorhersage, er sieht das tatsächliche Ergebnis der Produktqualität und dann sieht man auch, okay, man ist ziemlich nah an dem dran, was man vorhergesagt hat und diese 9 Werte, die müssen sich in einem gewissen Bereich bewegen. Der Maschinenführer kann sich da auch noch eine Varianz mit drüber einplanten lassen, beziehungsweise das so ein Sollband quasi, wo man sieht, in welchem Bereich man liegen sollte. Aber die dort vor der Anlage stehen, die machen das schon so lange, dass sie das in ihrem Interface eigentlich nicht mehr brauchen. Die wissen genau, wann was aus dem Ruder läuft. Und diese 9 Einflussfaktoren vorherzusagen, ist für die quasi ausreichend, um keine Rohstoffe mehr zu verschwenden, indem Ausschuss produziert wird. Sondern es wird tatsächlich jetzt erst dann produziert, wenn die Vorhersage auch bekannt gibt, dass die Qualität ausreichend für den Verkauf sein wird.
Und dann, wenn man sagt, okay, ich jetzt Ausschuss produziere, dann warte ich lieber noch auf eine Charge eines guten Rohstoffs, um dann quasi über Korrelation zwischen den Rohstoffen wieder ein gutes Produkt zu generieren. Und damit soll es das auch gewesen sein. Ich würde mich natürlich sehr freuen, aber erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit.